Hallo liebe Golfer, hallo liebe Golferinnen. Heute ist der Nick bei mir zu Besuch. Der Nick ist ein ganz fleißiger Golfer hier bei uns im Royal St. Barbara's Golfclub in Dortmund. Und er hat eine super Idee, wie man sein kurzes Spiel verbessern kann, so dass der Schläger nicht bei Annäherungsschlägen nicht schon vor dem Ball im Boden hängen bleibt, sondern dass man den Ball schön konstant trifft, dadurch die Länge gut kalkuliert. Und bei dieser Übung hat der Nick zwei Körbchen ungefähr 2 Fußlängen vor dem Ball aufgestellt. Und das Ziel ist es, den Ball über das Körbchen zu spielen, ohne mit dem Schläger die Körbchen zu berühren. Er wird es uns jetzt erst einmal vormachen, wie es nicht sein soll. Das heißt, der Schläger wird die Körbchen wegschlagen, dadurch, dass der Schläger sich von unten durch den Ball nach oben bewegt. Ja, sehr gut. Genau, das wäre natürlich die Variante, bei welcher der Schläger schon sehr früh den Boden vor dem Ball berührt und den Ball theoretisch hoch lupft. Das Risiko, dass der Schläger vor dem Ball im Boden hängen bleibt, ist hier sehr groß. Und jetzt wird der Nick euch als nächstes die richtige Variante vormachen, durch welche der Schläger den Ball zuerst trifft und den Boden anschließend. Das erreicht er dadurch, dass der Schläger sich vertikal durch den Ball nach unten bewegt und vor dem Körbchen anhält. Sehr gut. Der sogenannte Schlittschlag. Probiert das aus. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Training und beim weiteren Verlauf eures Golfspiels. Nick, forever in the game.